Herzlich willkommen bei The Long Dark im Halloween Special 2020 in der Folge 7 inzwischen. Gewohnt in der Fluss und Umgebung und ich weiß nicht, ob wir hier allein sind. I could drink almost anything about now. Toxic Fog gibt's auf jeden Fall. Hier gibt's natürlich kein Feuer, das ist klar. Du kannst noch ein bisschen was trinken. Stimmt, wir haben jetzt relativ viel Wasser geholt. Naja, da unten gibt's Wölfe. Wir müssen auf jeden Fall hier durchkommen. Das ist erst das Erste. Das ist mit dem Gegenwind wieder mal eine Katastrophe. Aber so kennen wir das Spiel. Ja. Also das Spiel hat bei mir tatsächlich extreme körperliche Auswirkungen. Ich habe momentan krasse Kopfschmerzen und ein Ziehen in der Brust. Das ist mein Herz, was die ganze Zeit auf über 100 bis 120 Puls läuft. Wenn der Will das überlebt, vielleicht überlebe ich das hier auch. Mal schauen. Was ist das? Weiß ich nicht. Anscheinend ist in der Region niemand unterwegs. Echt? Aber das würde mich total wundern, weil das würde ja bedeuten, dass die Schlucht die einzige Zwischenregion war, wo der Penner unterwegs war. Und, keine Ahnung. Doch, er ist hier. Tatsächlich ist er hier. Mist. Okay, dann lass uns nochmal zurückrennen. Das war am besten... Shit. Am besten irgendwie hier oben irgendwo hin. Ist er doch hier drin. Und dass er dann natürlich da ganz hinten in der Ecke ist, ist natürlich auch ein Traum. Aber das heißt, wir locken den Penner mal hier hin. Genau. So, und laufen woanders lang. Ganz einfach. Dann müssen wir halt den Umweg laufen. Und ihn vorbeilaufen lassen, ja. Der Wolf hat inzwischen... nicht getroffen, okay. Ich weiß nicht, ob wir da oben lang kommen. Ich hoffe es ja. Also da auf jeden Fall nicht, aber vielleicht hier drüben. Hier so. Das sieht doch fast begehbar aus. Oder Junge, was sagst du dazu? Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Das ist klar. Hallo, wir müssen da hoch, Junge. Wir können hier nicht einfach aufhören mit gehen. Hallo. Der Wind hat lustigerweise nachgelassen. Kein Holz. Rucksack sehe ich nicht. Auf jeden Fall habe ich noch keinen Bären gesehen. Also die scheinen sie tatsächlich rausgenommen zu haben. Okay, wir müssten durchkommen, Leute, hier. Der ist nämlich schon hinter uns. Tatsächlich. Das ist natürlich in der Region relativ gut. Ist hier was drin? Hier ist eine Kiste und was zu essen, oder was? Ja. Ja. Echt, jetzt sind wir zu schwer. Shit. Dann, komm, rin mit der Dose. Dann essen wir die gleich mal. Also, ja, es gibt ja keinen Sattbonus. Ich meine, wir sind schon unendlich unterwegs, aber... Leg sie weg hier, Junge. Leg sie weg hier. Ah, das Zeug kaputt gemacht, alles klar. Okay. This is like something out of a horror movie. Ja, der kann anscheinend über alles drüber gehen, durchglitschen.
habe ich das Gefühl, da läuft, glaube ich, keine normalen Wege. Ja. Tatsächlich stapft er da oben lang, der Penner. Nee, falsch zurück. Ja, du kannst doch einfach mal ein Zeichen setzen. Hallo. Setz mal ein Zeichen hier hin. Okay, komm gleich raus damit. Ablegen. Was ist da drin? Junge, das ist wichtig. Komm. Nein. Ja. Rinderbett. Mit dir. Ja, das zählt natürlich auch dazu. Das ist mir schon klar. Und er kommt anscheinend auch näher. Okay. Wie ist das dann schon? Das ist schon ein idyllisches Tal. Echt. Das Lagerfeuer ist an der Scheune. Oder in der Nähe der Scheune zumindest. Shit. Echt, der ist ja in der Höhle. Das ist ja der Hammer. Was heißt das jetzt für uns? Die Arschlochkarte, oder was? Leidenangst, okay. Ja, leider schon. Ich weiß, dass da eine grüne Dose war, aber gerade was ich jetzt einfach nicht mache. Okay, komm. Junge, schnell. Ja, lass dir einfach Zeit. Kein Problem. Guck mal. Komm, Junge, lauf zu. Zeit, hier irgendwas durchzusuchen. Wir müssen aber mal ein Zeichen setzen. Hallo, schneller, schneller, komm dahin. Ja, ja, komm. Brauchst echt lang für alles. Das ist echt zum Kotzen. Nee, falsch, ich wollte dran nachladen. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hallo, wo sind wir? Wo sind wir? Ein Stückchen nach rechts halten. Okay, also ein bisschen mehr in die Richtung. Naja, dann gehen wir vielleicht da. Uff, wir müssen dann auch wieder beim Feuer pennen. Ich hoffe, im Wolfsberg ist er nicht auch direkt am Eingang, weil dann kriege ich aber so langsam echt das Zeichen zerstört, okay. Nee, nee, ich gehe da nicht hoch. Auf gar keinen Fall. Es ist ja auch nichts hinter mir daher, wovor ich totale Angst habe.
ist immer noch hinter uns her. Ich weiß nicht, was du da so speziell jetzt durchatmest. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ach, du Schande, ich lag viel zu weit rechts, okay. Vielleicht so eher in die Richtung halt. Okay. Dann wäre der natürlich auch da drüben langlaufen können, aber das ist ja nicht so wichtig. Nein, du musst eigentlich überhaupt nicht schlafen. Du kannst einfach mal rennen. Du kannst echt nicht über dein Limit gehen. Das ist echt schlimm. Gerade wenn was hinter dir hinterher ist, solltest du eigentlich locker über dein Limit gehen können, Junge. Das ist relativ günstig, weil man da, das ist quasi auf dem direkten Weg halt zum Wolfsberg. Praktisch ist das schon. Okay. Jetzt können wir erstmal wieder normal laufen und wieder ein bisschen durchatmen. Oh, der Puls ist mal unter 100. Das wäre der Hammer. Ja, meine Body Battery ist allerdings massiv in die Knie gegangen. Boah. Das stresst. Ich weiß gar nicht, warum Leute das mögen. Es gab ja echt viele, die sagen, ja geil, kann man sich mal wieder so eine schöne Angst machen. Boah. So, nur gucken, ist die Richtung richtig? Die Richtung ist ziemlich richtig. Und wenn wir eins gemacht haben, dann auf jeden Fall schon 1000 Mal von der Scheune oder dem Bauernhof in den Wolfsberg gegangen. Also die Route kennen wir eigentlich aus dem FF. Das kriegt man eigentlich hin. Ja, wäre bitter, wenn er uns jetzt dann doch noch bekommt. Wenn wir es jetzt soweit geschafft haben und tatsächlich auch aus sehr brenzligen Situationen rausgekommen sind. Komm, Junge, wir müssen leider hier nochmal rennen. Oh Gott. Und hier leider nochmal rennen. Vorne sieht man es schon. Ja, also im normalen Gehen kann man ihn tatsächlich abhängen. Wenn kein Gegenwind ist. Wenn du Gegenwind hast, dann hast du echt die Arschloch gerade gezogen. Aber ich denke, egal welchen Start man wählt, ich habe das Gefühl, dass der Ort der Trostlosigkeit schon am sinnvollsten ist. Du kannst auch im Wolfsberg starten, auf jeden Fall. Dann den Rätselsee, also entgegen dem Uhrzeiger entgegengesetzt laufen. Ich würde aber, es gab halt einige, die gesagt haben, sie starten im Stumpflusstal. Das ist extrem schwer, weil du im Stumpflusstal bedeutet ja, du hast noch relativ wenig Vorrat. Was sich jetzt zum Beispiel in den Energy Drinks äußert. Vielleicht auch noch keine Werkzeuge. Das ist halt jetzt momentan viel einfacher. Wir werden jetzt auch gar nichts kochen. Ich fände es übrigens gut, wenn man auch während des Gehens essen könnte, was ja ein normaler Mensch auch kann. Aber gut. Einfach nur pennen. Das ist das Einzige. Pennen und direkt weiter. Und ich hoffe, wir kommen auch gegangen, weil wir müssen natürlich in den Wolfsberg hochklettern. Wir gehen auch nicht in den Bunker. Wir gehen direkt rauf. Wir müssen so viel. Es ist wirklich ein Hatz. Und ich hatte es befürchtet, dass das ein Hatz wird. Und es ist sogar hinter der Scheune, echt. Ist das denn im Birkenwald? Anscheinend. Ich hatte es befürchtet, dass es ein Hatz wird und naja. Ich mag das Spiel nicht so sehr als Hatz tatsächlich.
Deswegen mache ich auch nicht diese Challenge da, die Toten schlafen oder wie das heißt, weil die ist im Prinzip ähnlich. Von der Hals her zumindest. Naja. Ah, der Wind kommt dazu. Doch, das ist bei der Scheune direkt daneben. Das ist tatsächlich hier, oder knapp hinter der Scheune auf jeden Fall. Oh nein, bitte nicht. Du sollst rennen, Junge. Oh, shit. Ja, wir machen das auch gleich, aber wir müssen da tatsächlich noch auf den Hügel rauf. Da guckt ihr mal jetzt. Jetzt fängt dann auch das Feuer an zu wehen. Wir kommen da nicht hin. Ich trinke jetzt auch keinen Kaffee. Wir haben eigentlich genügend Vorsprung. Oder weißt du was? Du trinkst jetzt doch einen Kaffee. Es ist mir gerade egal. Wir müssen ein bisschen rennen hier. Wir kochen einfach noch ein bisschen Kaffee dann dort. Einfach zwei Kaffees auf jeden in zwei Dosen. Hier stecken vier Pfeile. Voll schön, zwei direkt neben dem Feuer. Das ist ja der Hammer. Ich bin da ja schon beruhigt, dass man da wahrscheinlich in der Ruhe schlafen kann. Okay, den haben wir zumindest getroffen. Den haben wir auch getroffen. Gut. Okay, dann haben wir da zumindest Ruhe vor den Wölfen. Ja, 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 schon. Komm, was ist da drin? Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir. Brauchen wir die? 100%, ja, die brauchen wir. Na, noch ein Revolver brauchen wir. Der ist ja extrem matschig. Okay, komm. Kaffee hin. Hallo. Junge, das muss alles zackiger gehen. Du bist mir echt so eine extreme Schnarchtüte. Das ist nicht akzeptabel. Okay. So, Kaffee. Gekocht. Okay. Futter rennen. Futter, Futter, Futter. Was essen wir denn? Erstmal dann den hier. Dann hier diesen Müsli-Riegel. Und den Rest Wasser drauf. Hallo? Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? Hier ist das Wasser. Komm, schneller trinken, Junge. Ich muss ja dringend schlafen. Schlafen, komm. Renn ins Bett. Okay, alles klar. Wir haben extrem dichten Nebel, leider. Jetzt muss man leider dann schon sagen, dass es nicht geht. Da steht übrigens noch ein Kaffee. Halt! Trink Wasser. Schneller trinken, Junge. Trink schneller. Was ist mit dem Nebel los? 26%. Können wir den irgendwie zurückdrängen? Wie ist denn das? Warum kann ich eigentlich keinen Nebel mehr zurückdrängen? Verdammt. Jetzt muss ich natürlich hier extrem... Ja, aber die Richtung stimmt. Okay. Okay, und gib Gas. Wir werden dich dann mit einem Energy Drink in den Wolfsberg pushen. Uns fehlt tatsächlich nur noch der Wolfsberg, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Zwischendurch war es extrem knapp und das wird es vielleicht im Wolfsberg nochmal. Okay, weißt du was? Du hast recht, du kriegst ihm 8. Ich wollte eigentlich, ja, für den Kaffee, für die Energy Drink oder was auch immer. Das kriegt man ja auch wieder runter. Kein Problem, hey. Sobald das Zeichen verschwunden ist, wissen wir auf jeden Fall, dass er bei dem Feuer ist, angelangt ist. Aber es ist noch da. Ich muss jetzt so extrem nach Karte laufen, weil der Nebel so wahnsinnig dicht ist.
sind auf jeden Fall richtig. Ist ja auch so eine Art Ortsmesser, dass man dann schon ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, wo er dann jetzt eigentlich genau ist. Es hilft einem dann schon ein bisschen auch, den Puls ein bisschen niedriger zu halten. Okay. Ah ja, okay. Der ist also tatsächlich gar nicht mal so extrem weit weg, alter Schwede. Krass. Wir werden dann, wenn wir dann den Knick da vorne machen, werden wir auch noch ein Zeichen setzen, weil das lenkt ihn dann ein bisschen in die Richtung. Wir gewinnen dann Richtung Bunker ein bisschen mehr Zeit, weil wir haben ja gesehen, dass der über Berge gehen kann. Der kann also die direkte Linie nehmen. Das haben sie sich von den Timberwölfen abgeschaut, die Mechanik. Die haben ja dieselbe Mechanik. Die haben sie dann einfach verwendet, haben gesagt, oh, die ist super. Die können wir gerade da wieder verwenden. Du musst dann als Spieler halt deinen Zickzack-Kurs laufen, aber dann mit der Farbe kannst du es zumindest ein bisschen steuern. Oh, hier sind nämlich auch gern Wölfe. Ja, vom Bunker können auch nochmal Wölfe sein. Also wir sind da noch nicht durch. Das ist noch keine sichere Kiste. Müssen wir rüber. Ah, wie wir die Wege alle kennen, das ist halt dann schon relativ einfach, das muss man wirklich sagen. Das nimmt einem schon viel ab. Muss halt wirklich bis ganz rüber. So, dann kommt direkt hier Anlocken hin. Und dann checkt man eben gerade die Dose. Hier. Wir haben immer noch 6, obwohl ich eine übersehen habe. Also nicht übersehen, ich konnte sie nicht nehmen in der Höhle. Hey, jetzt könnten wir uns mal um den Hirsch kümmern. Ja, noch habe ich Lachen hier. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt 4 Kaffees, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, tatsächlich. Das ist gut. Ja, wir haben genügend Material jetzt. Das muss man wirklich sagen. Und wir haben ja, ihr habt ja gesehen, wir haben ja nur das genommen, was gerade auf dem Weg liegt. Hier mal vielleicht ein paar Spinde durchgeguckt, was uns ja tatsächlich den Temperaturbonus gesichert hat. So, wir gehen jetzt gleich direkt hier rein. Ja, ich muss mal nach oben. Ja, genau, wir sind hier. Richtig. Ja, ist im dichten Nebel halt schon schwieriger, das muss man tatsächlich sagen. Am Anfang ist es noch wenig Nebel, aber dann wird das relativ schnell dicht. Gut. Habe ich doch gedacht, dass hier Wölfe sind. Hast eigentlich immer. Ja, der kommt doch direkt hierher. Mhm. Ist auch völlig egal, welche Qualität der Revolver hat. Er muss ja nur schießen können. Gut. Im Zweifelsfall trifft man. Haben die diese... ich habe das Gefühl, die haben die Revolver-Animation überarbeitet. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll hier. Ja, ich habe das Gefühl. Sie haben sie langsamer gemacht damit. Schön, dass er genau in Richtung des Bunkers rennt, ja. Hier haben wir noch einen weiteren Grund zu rennen.
Da oben geht's hoch. Wie schon gesagt, Bunker nichts. Wir gucken nur mal in das Häuschen, das ist alles. Und ich bin mal gespannt, wie es um der Wolfsberg aussieht, Leute. Wenn er da direkt in dem Anfangsschlauch ist, dann haben wir verloren. Boah, wird mich so ärgern. Ich würde es nicht normal anfangen, auf keinen Fall. Das mache ich nicht. Na, ein Topf. Wir haben aber jetzt wirklich genug von allem. Nee. Wir haben genug von allem. Nur wenn was Interessantes drin ist, nehmen wir was mit. Sonst nicht. Okay, da hoch müssen wir. Das müssen wir mit dem Auge eigentlich hinkriegen. Ja, sehr schön, Leute. In der nächsten Folge machen wir hier den Sack zu. Vielleicht, ich weiß es nicht, in Richtung Wolfsberg. Ist mir gerade egal, wo der Heinz rumhampelt. Ich bin echt mal gespannt, wo das Feuer im Wolfsberg ist, weil das ist jetzt so das Zünglein an der Waage. Und wo der Penner rumstapft mal wieder. Ja, das ist noch das zweite Zünglein an der Waage. Das werden wir dann noch herausfinden. Das wird bestimmt nicht interessant. Doch, wird es. Und ich bin froh, wenn es vorüber ist. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.